Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück auf Lindark mit Prince of Persia, The Sands of Time. Und wir haben da unten, seht ihr das rechts, ist ja immer noch dieser kleine Sandhaufen, den wir eigentlich wegsaugen könnten. Nur leider Gottes, wenn ich da runtergehe, sagt mir wahrscheinlich der Prinz gleich wieder, so ist es nicht passiert. Aber es ist mir jetzt egal, ich möchte jetzt dahin. Wir probieren es nochmal. Warum ist das so nicht passiert? Jeder würde das nehmen. So ist es nicht geschehen. Wieso? Das ergibt keinen Sinn. Da unten ist auch noch ein Sandhaufen. Seht ihr das? Da, dann nehme ich halt den. Oder ist das auch nicht geschehen? Doch, das ist geschehen. So ist es geschehen. So, oh, es ist, ich finde sowas geil hier, diese Weitsicht. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht die grafische Offenbarung, aber es ist schon geil. Diese Sanddünen. Es hat wirklich so seinen eigenen Charme, auch dieser alte Grafikstil. Aber es ist halt echt, es ist schon ein sehr gutes Spiel. Muss man, also Hut ab. Okay, da unten ist eine Lücke, da würde natürlich unser Baby durchpassen. Nein, 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 das ist auch nicht passiert. Das ist auch nicht passiert. Warum ist das nicht passiert? Wie ist es denn passiert? Ich verstehe es nicht. Ist das ein Fehler jetzt, oder? Ich verstehe es nicht. Warum ist das nicht geschehen? Das ist auch nicht passiert. Also, dann erzähl uns doch mal, wie es geschehen ist. Wenn es so und so... Okay, aber da drüben geht es doch eindeutig weiter. So war das nicht. So war das nicht. Nein, nein. Computer sagt nein. Das ist doch doof jetzt. Also da darf ich nicht lang. Da darf ich nicht lang. Hier ist auch Schluss. Also hier unten kann ich noch lang, aber... Trink dich fit. Vielleicht muss ich erstmal komplett aufgelutscht sein. Vielleicht geht's dann. Wer weiß. So, jetzt sind wir voll. Randvoll. Das da hinten, das durft mal resorbieren. Okay. Hier darf man hin. Das mal. So ist es. So ist es einst geschehen. Die Frage ist, warum darf ich da oben nicht hin? Da drüben komme ich niemals hin. Das. Nein. Hä? Was hat er jetzt gemacht? Ich dachte schon, jetzt springt er da irgendwie ganz gekonnt hoch. Wir speichern einfach nochmal ab da. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Sand resorbieren, haben volle Energie. Das ist ja schon mal eine bessere Ausgangslage. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum das nicht geschehen ist. So. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. So, dann fangen wir nochmal an. Genau, wir fangen einfach nochmal an. Herzlich willkommen hier auf Lindark mit Prince of Persia, The Sands of Time. So, auf ein neues. Vielleicht ist er jetzt zufrieden mit uns. Mensch, jetzt du alter Depp, du. Mann, Mann, Mann. Prinz. Also als Prinz geboren, von der Intelligenz her... Okay, ganz langsam. Nein, 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 das ist auch nicht passiert. Nochmal von vorn. War wie denn nur? Ich habe das Gefühl, wir haben sie vergessen. Ist das möglich? Ich glaube, wir haben sie vergessen. Das ist es. Sie müsste wahrscheinlich hier irgendwie mit dabei sein. Sie ist uns aber auch nicht weiter gefolgt, ne? Hallo. Lass mich vorbei, du blöder Käfer. So, wo ist sie denn? Hier ist sie irgendwie umgedreht und wollte uns nicht mehr folgen. Ich weiß nicht, wieso. Kommst du? Hä, warum geht ihr hier nicht lang? Müssen wir noch hier irgendwas machen? Nee. Warum kommt sie nicht? Was ist mit dir los? Was stimmt mit dir nicht? Ja, hier muss ich aber auch nicht mehr, oder? Wir können natürlich hier nochmal rein, wo sie herkam. Und stellen fest... Wie sie sehen, sehen sie nichts. Hier ist nichts. So, wollen wir? Kommst du? Komm. Na komm. Jetzt kommt sie. Ah, wir haben ihr halt keine Manieren beigebracht.
Jetzt aber. Jetzt hört sie. Weib, hör auf mich. Ich bin der Prinz. Ich habe dein Land eingenommen. Versklavt habe ich dich. Ach, oh, wir hätten tatsächlich die drei Skarabäen hier noch alle machen müssen. Dann gilt das Ganze als gemeistert. So, jetzt kommt sie auch. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich auch da unten mit unserem Dirt Devil nochmal ran. Wir probieren es mal. Ja, jetzt dürfen wir. Okay, wir dürfen sie nicht zurücklassen. Das gefällt dem Spiel gar nicht. Das gefällt der Prinzessin überhaupt nicht. Komm. Oh, die kann aber auch weit springen. Das ist der Hammer. So, aufs Speichern verzichten wir jetzt mal. Sie wird da wahrscheinlich unten drunter durchklettern, hinten hinter dem Tor. Kommst du? Sehr schön. Und durch. Das wirst du wahrscheinlich herausfinden und ich werde hier oben lang gehen. Die Kletterpassagen sind schon echt geil gemacht. Richtig geil. Also da hat sich wahrscheinlich auch Assassin's Creed ordentlich von bedient. Jetzt hab ich... Ach du heilige Kacke, was passiert hier? Scheiße! Oh, das ist ganz knapp! Das war nicht knapp, das war leider Gottes zu spät. Oh, und wir kriegen noch eine direkt auf den Deckel. Und das riecht nach verdammt nochmal viel Ärger. Wie im Palast meines Vaters. Ich habe niemals einen Fuß hineingesetzt. Nun war ich selbst ein Gefangener auf der Suche nach einem Ausweg. Wow, meine Fresse. Princey Boy, gut durchtrainiert, muss ich sagen. Hübsch, hübsch. Aber das tut nichts zur Sache. Ich hätte vielleicht die Rüstung dann doch noch angelassen, aber naja, du weißt ja, wie das funktioniert. So. Es geht natürlich hier ganz gekonnt weiter. Wie komme ich jetzt darüber? Also irgendwie muss ich ja sicherlich da dran springen, oder? Aber das wird doch mein Ende sein. Ja. Das ist mein Ende. Hä? Tja, mit der Leiter? Nee. Ach, einfach ein Wallrun. Na klar. Natürlich. Das wird natürlich alles auf Zeit wahrscheinlich gehen. Vermute ich mal. Zack. So, jetzt sind wir gleich eine Runde gelaufen. Mal gucken, was wir davon haben. Ein neues Gewand. Geil. Also diese Physikeffekte für so alte Spiele. Ich finde es einfach nur schön. Und es ist eben echt noch absolut ansehnlich, dieses Spiel. Oh, das war dumm. Das war nicht gut. So. Das ist aber echt mal effektiv hier, dieses Gefängnis. Hier kann keiner flüchten. Hier kann echt keiner flüchten. So, das war schon ersichtlich, dass das passieren wird, dass man springen muss. Und wenn wir da unten sind, dann werden natürlich die Gegner lauern. Okay. Und mit Schmackes an die Leiter. So, Jungs. Ich komme zu euch. Noch fühlt ihr euch sicher. Doch gleich hat sich's ausgesandet. Denn jetzt, mit meinem nackten Oberkörper, bin ich noch gefährlicher. So, runter. So, ihr Pussys. Ich bin der Prinz. Ihr seid leer. Das war eine Anspielung auf Prinz von BR. Okay, er war schlecht. Er war echt schlecht. Egal. Wir haben den Dicken alle gemacht. Oh, das war cool. Die würde ich viel öfter machen wollen, diese komischen Attacken hier. Aber ich krieg's nicht. Das ist das Problem. Er macht es immer so ein bisschen random. So, das war's natürlich noch nicht. Ah, die hier sind simpel. Die kriege ich hin. Sagt er und kriegt er aufs Maul. Ich komme nicht weg. Das ist
gerade. Das ist kacke. Okay, wir sind raus. Nope. Ja, gibt's auf den Sack. Ach was, da kann man auch einen Übersteiger machen. Bei den Dicken, das ist gut. Resorbier. So, die nächsten bitte. Das wird es doch noch lange nicht gewesen sein. So, lass die Dicken kommen. Na komm, wo seid ihr? Und hips. So. Wow, das war ja kacke. Wartet, ich komme. Ich komme. Ich bin da. Alles gut. Ich bin doch wieder da. So, jetzt bekommt der Dirt-Devil ordentlich zu tun. Junge, Junge. Das sind Massengegner. Da wird ja selbst Serious Sam neidisch. Oh, er hat seinen Kollegen gehauen. So. Nummer 1. Dann kommt der andere Dicke dran. Ich habe das Gefühl, wenn die mich mit ihrem Hämmerchen treffen, dann ist Polen offen. So, Kollege. Zack. Das war's. Aber, doch, da hinten wird nochmal abgespeichert. Und dann sehen wir auch, wie wir aus dieser Hölle von Verlies wieder rauskommen. Und da hinten können wir mit dem Dirt Devil noch was aufsaugen. Rein da! Okay, es geht nach oben und es sieht so aus, als würde unser lieber Prinz an einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Schluss noch leiden und die Psychologin, diese Prinzessin, dann als Psychologin agieren müssen. Okay, das klingt alles sehr plausibel. So, genauso hätte ich mir die Story auch vorgestellt. Anders hätte ich mir das gar nicht erklären können, wie er das hier alles verarbeiten will. Sehr logisch. So. Ach, er redet irgendwas. Und wir kriegen einen neuen Sandbehälter. Guck mal hier. Der war nicht allzu lange hier drin. Und guck mal, das ist davor. Seht ihr das? Es ist gar nicht als Textur da drauf, sondern es schwebt etwas davor. Na gut. Hier haben wir einen versteckten Hebel. Und der öffnet uns direkt die Tür. Was ist hier? Ach, was. Ich glaube, da müssen wir einfach mal die Zeit verlangsamen. Ach nee, Quatsch. Quatsch, hier drüben war doch was. Das stellen wir doch einfach da drauf. Das stellen wir einfach da drauf und dann sollte das auch funktionieren. Aber, also aus der Sequenz eben, aus der Vorhersehung, da ließ sich ja ableiten, dass wir irgendwie ganz viel nach oben klettern müssen. Na, jetzt schieb doch. Schieb doch, du Hund. Geronimo mit voller Kraft. So, ein bisschen das Möbeljahr zertrümmern. Mensch, du blöder Stuhl. Jetzt ist der Stuhl da natürlich drin. So. Für Recht und Ordnung gesorgt. So. Tür geöffnet. Weiter geht's. Ach du Scheiße, guck mal da unten. Ein See aus Blut. Okay, wir müssen da oben dran. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mal sehen, ob es klappt. Zack. Au. Nein, es klappt nicht. Aha. Ach, die haben mich gerade getroffen, als ich in Zeitlupe dastand. Seht ihr das? Ich hatte gerade keine Energie mehr. Das war scheiße, was ich gemacht habe. So, nochmal zurück. Das war alles Mist. So funktioniert es nicht. Muss ich dann Wallrun ganz normal machen, oder wie? Nee. Oh, shit. Oh Gott, ist das kacke. Los jetzt, weg hier. Und raus. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Da hinten können wir Sand resorbieren, aber doch, das machen wir.
Das machen wir gleich, bevor wir noch irgendwie liegen lassen. Was ist das? Nah genug, um sie zu berühren. Hier stehen ganz viele eiserne Jungfrauen rum. Was sind da hinten? Oh, eine richtige schöne Folterkammer. Am Ende ereilte sie das gleiche Schicksal wie ihre Opfer. Wächter und Gefangene, gleichgestellt durch den Sand der Zeit. Ja, ja, diese Moralpredigt, lieber Prinz, brauchst du uns nicht halten. Ich vermute mal, du wirst auch viel Leid, sehr viel Leid über dein Volk gebracht haben. Okay, ich habe begriffen, worum es geht. So. Nein! Zerre noch ein bisschen dran. Shit. Scheiße! Ach, nein. Jetzt. So. Nochmal den ganzen Spaß. So. Und jetzt. Rauf hier. Links, rechts, links, rechts. Und weiter geht's. Sehr schön. Batman haben wir wieder aufgeweckt. Und wir haben echt nicht viel Energie. Drum fuchteln wir einfach mal sinnlos in der Gegend rum. So, es sind noch vier. Das bedeutet eine zu viel. So, das sind die letzten drei. Und wir wissen ja langsam, wenn es nur noch drei sind, dann ist alles gut. So, einmal nach rechts, einmal nach links. Schafft er das? So. Und hopp. Und er sprengt nicht. Er hat keine Lust gehabt. Und gleich nochmal. Ey, was ist denn jetzt los? Warum springt er denn nicht zurück? Mehr als springen, drücken kann ich doch nicht. So, jetzt. Das lag bestimmt irgendwie an mir, aber ich möchte sowas nicht wahrhaben. Ey, was macht er denn? Hat da irgendwer Butter dran geschmiert oder was? Was ist denn da los? Mensch, Princey Boy, jetzt aber gut. Links, rechts, links, rhythmisch, genau. Hier hoch, da dran und das ganze Spiel nochmal. Ah, ich meine, na klar, man muss ja auch mal runterfallen und es muss was nicht gelingen. Das ist ja Sinn und Zweck des Spiels, dass man sich halt hier verbessert, aber es ist halt, ne, ärgerlich. Ich möchte es euch ja perfekt demonstrieren, was mir gänzlich misslingt. Alles klar. So. Ach, shit. Scheiße. Scheiße. Okay. So. Ah. Spring. 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 Und jump. Mann, da würde Van Halen glatt nochmal ein Lied drüber schreiben hier. So, und dann sind wir, glaube ich, schon draußen, oder? Von wegen. Das sieht noch lange nicht so aus. Oh, diese Spinnenweben. Ich vermute mal, irgendwann kommen noch Riesenspinnen. Das würde es dann, das würde echt, was mit der Leiter passiert. Die ist aber nicht so richtig. Ich glaube, da war der TÜV noch nicht dran. Die würde nicht durch den TÜV kommen. Wenn die einfach mal Abgang macht. Ach du Scheiße, was mache ich denn? Ich habe mich erschreckt. Irgendwas war da gerade oben. Was wohl? Gegner. Massen. So. Und da ist gleich unsere Prinzessin wieder. Man kriegt Wut auf den Sack. Aber das ist mir jetzt egal, denn prinzipiell bin ich derjenige, der hier gleich tot ist. Oh! Hund! Verpisst euch. So, komm her. Gibt's auf den Sackmann. Auf den Sandmann gibt's. Jawoll. Nummer 1. Den zweiten gleich hinterher. Er da hinten lauert auf mich. Komm mit der Frosch. Komm her, jetzt kommt mit der Frosch dran. Oh, die Prinzessin, die. Ah, oh, ist aber gut ausgewichen. Dankeschön. Ich könnte natürlich auch echt mal die Zeit verlangsamen, ne? Aber mach mal einfach mal. Jawoll. Geil. Ich weiß zwar jetzt nicht, was mir das bringen soll. Also, ja, man hat ein bisschen bessere Reaktionszeit dann. Aber brauchen wir nicht. Wir sind ja eh so gut. Natürlich nicht. Oh, oh. Er schwängelt seinen Schwengel da drüben schon. Er lauert schon.
Das war ja mal kacke. Das war ja mal kacke. Das war ja mal genau gegen die Wand gesprungen hier. Das war ja mal hier. Das war ja nochmal. Können wir nochmal zurückspielen? Komm her. Und zack. So. Guckt es euch an. Das passiert auch gleich mit den anderen noch. Okay, ich hoffe, der holt jetzt nicht aus. Schwein gehabt. So, gleich machen wir erstmal den Kermit-Man hier, den Kermit für Arme alle. So, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Was ist mit ihm los? Er hat keine Lust mehr mitzukämpfen. Er ist in der... Ja, bei GTA konnte man sich doch irgendwie im Online-Modus auch in diesen... Oh, komm. In diesen Modus setzen, wo man nicht unverwundbar ist. Aber kann eben auch nicht... Ach, jetzt reicht's mir. Jetzt ist aber... Ja. So. Ach du Scheiße, sie hat ja nur noch die Hälfte der Energie. So, voll Blase. Und weg mit dir. Und damit haben wir sie mal wieder gerettet. Nur diesmal oberkörperfrei. Mal sehen, was sie dazu sagt. Wo ist sie hin? Was macht... haben wir sie jetzt verschreckt, oder was? Nur weil ein bisschen nach Schweiß riechen. Hallo, sag was zu meinem Aussehen. Sie will nicht. Sie ziert sich noch etwas. Na gut. Aber wir schauen uns mal an, was uns hier im nächsten Part erwartet. Ist hier noch irgendwo ein Wässerchen? Ich bin irgendwie gerade ein bisschen... Da oben ist auf jeden Fall eine Kiste, die brauchen wir wahrscheinlich. Ich guck mal ganz kurz, ob hier noch irgendein Wasser ist. Dass man das natürlich im nächsten Part nicht gleich... Ja, sehr schön. Und wir können hier drauf. Was sagt uns das? Wir wissen es nicht. Noch nicht. So Leute, ich verabschiede mich und roll jetzt mal gepflegt hier in den Sandstrahl und wir schauen mal, was das nächste Mal passiert. Haut rein!